Beantragung der Landeshauptstadt Dresden für das Bundesprogramm Sanierung kommunaler Einrichtungen in den Bereichen Sport, Jugend und Kultur. Und dazu gibt es einen Änderungsantrag der AfD. Herr Lommel, bitte. Ich mache das von hier unten. Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, sehr geehrte Stadträte, liebe Bürger, seitens der AfD-Fraktion wird die Einreichung von Projektvorschlägen für die zusätzlich von Bund zur Verfügung gestellten Mittel in Höhe von 600 Millionen Euro für die Sanierung der kommunalen Einrichtungen in Bereichen Sport, Jugend und Kultur ausdrücklich unterstützt. In der aktuellen angespannten Situation für den kommunalen Haushalt sind zusätzliche Gelder, die Eigenmittel für andere Projekte freisetzen können, zu begrüßen. Die in der Verwaltungsvorlage vorgeschlagene Prioritätensetzung auf die Weiterentwicklung des Sportparks Ostra und auf den Ersatzantrag Sporthalle für die Grundschule finden auch unsere Zustimmung. Anders bewerten wir hingegen die weitere Priorisierung der Projektvorschläge. Mit dem Landhaus, dem Stadtmuseum und besonders den technischen Sammlungen sind vordringlichere Sanierungsvorhaben gegeben, als dies bei der Villa Wettin auf dem Gelände des Kulturkraftwerkes Mitte der Fall ist. In den letzten Jahren wurden seitens der Landeshauptstadt Dresden bereits erhebliche Mittel für die Sanierung des Kulturkraftwerksareal aufgewendet. Andere Projekte wie eben die Sanierung des Innenhofs der technischen Sammlungen in Dresden Striesen und dabei im Hintergrund gerückt. Aus unserer Sicht sollte die Investition aber vordringlich in Angriff genommen werden. Wir wollen den Haushalt also ein Stück weit mit Verpflichtungen da um diese eine Stelle sozusagen entlasten. Und bitte um Zustimmung unseres Änderungsantrages. Danke. Wird weiterhin das Wort gewünscht? Das scheint nicht der Fall zu sein. Dann kommen wir zur Abstimmung. Zunächst über den Änderungsantrag der AfD. Wer dem zustimmen möchte, den bitte ich jetzt um Stimmzeichen. Gegenstimmen? Das ist die übergroße Mehrheit. Wer damit abgelehnt? Wir kommen zur Schlussabstimmung in dem unveränderten federführenden Ausschussbericht. Wer dem zustimmen möchte, bitte ich jetzt um Stimmzeichen. Gegenstimmen? Stimmenthaltung? Ja, keine Nein, 12 Enthaltungen, damit so beschlossen.